Hallo Fans und Freunde der Vienna und willkommen zu einem Plauderstündchen. Ja, schon länger haben wir uns nicht mehr unterhalten, was so bei der Vienna in letzter Zeit so los war und auch natürlich bei den Fans, die leider Gottes bei den letzten Matches nicht mehr dabei sein durften. Aber dieses Jahr, so beschissen es gewesen sein mag, es war auch viel Schönes dabei und ich arbeite gerade an einem Jahresrückblick und natürlich auch an einem Jahresvorausschau. Naja, werden wir mal sehen, was das 2021er Jahr bringt. Natürlich hoffe ich den Aufstieg in die RLO und natürlich den Aufstieg in die Bundesliga für unsere Frauenmannschaft. Und in der Zwischenzeit gibt es ein bisschen was zum Lesen. Ja, es gibt noch ein paar von den Liporellos, die Saison, die es nie gab, klarerweise, günstig bei mir zu erhalten. Ein paar Reststücke habe ich noch, meine Lieben. Also, schaut vorbei, schickt mir ein E-Mail und gegen einen Aufpreis von 9 Euro plus Porto und Spesen schicke ich euch gerne eins zu oder gebe ich euch gerne beim nächsten im nächsten Jahr, wenn wir uns wiedersehen werden. Ja, letzter Zeit hat sich einiges getan bei unserer Vienna. Die Meisterschaft, wie ihr gesehen habt, ist leider abgebrochen worden. Kein Aufstieg in die RLO und leider Gottes noch einmal eine Runde in der Ravina Liga und der Start war okay, aber die Verfolger sind hartnäckig. Ich sag nur, Elektra und auch Wienerberg werden uns noch das Leben ein bisschen schwer machen, aber wir wissen, wie wir zu antworten haben. Denn die Mannschaft, die ist spitze, das hat der ÖFB Unica Cup gezeigt. Unsere Mannschaft hat gegen einen Zweitligisten, gegen einen Bundesligisten gewonnen. Auf der Hohen Warte, Party war angesagt. Leute, ihr habt gute Stimmung gemacht und es war qu'est-ce que c'est, 1A mit Sternchen, also wirklich vom Feinsten. Leute, so kann es weitergehen und speziell in der RLO habe ich da ein gutes Gefühl, wenn die Mannschaft ein bisschen mehr zusammenwächst und vielleicht sich auch noch verstärkt bei der einer oder anderen, ja, bei dem einen oder anderen Club, der vielleicht nicht so gut aus der Krise rauskommt und wir da ein bisschen an guten Spielern erhaschen können, dann glaube ich, dass wir eine recht feine Truppe aufstellen können. Der Kammern-Wiener-Gruß geht heute raus an Alexander Zellhofer. Zelli, unser Trainer der Herren Kampfmannschaft. Super Leistung, top aufgestellt und top motivierte Burschen gegen Spitzenmannschaften. Echt eine gute Figur und das medial im Fernsehen gezeigt. Leute, das ist die beste Werbung, die es für den Fußball und speziell natürlich für unsere Wiener gibt. Denn wir sind am Weg nach oben und da ist jede Hilfe natürlich willkommen und ich hoffe, ihr seid dabei und schaut euch das an und supportet mit mir nicht nur die Herrenkampfmannschaft, sondern auch die Frauenkampfmannschaft. A-Schutztruppe zeigt wirklich gut Herz. Kann man das überhaupt so sagen? Egal. Die Mädels echt gut drauf. Auch mit Niederburger wirklich ein guter Fang. Gut und kompakt zusammengespielt. Ja gut, das erste Match, aber naja, Portas, das ist eh etwas für Türen und die Tür ist dann weit aufgegangen und zwar bei den anderen Spielen, bei den anderen Matches, leider Gottes auch hier abgebrochen worden, aber ich denke, nächstes Jahr geht's weiter und dann geht es rauf in die Bundesliga. Ja, finde ich echt sehr, sehr gut. Auch natürlich die Christa Heinzel. Ich werde sie euch auch ein bisschen noch näher bringen, meine Lieben, und da porträtieren. Ich bin drauf und dran, mit ihr ein Gespräch aufzunehmen, ein Video aufzunehmen, mit einem, ja, mal ein bisschen zu erzählen, wie ist sie zu Vienna gekommen, was hat sie alles getan. Und Leute, das ist ein wichtiges Porträt, denn das zeigt, wie wichtig auch hinter den Kulissen hier gearbeitet wird. Und natürlich auch der Vorstand. Es wird sich einiges ändern bei der Vienna, nicht nur im VIP-Raum, sondern natürlich auch auf der Hohen Warte. Und ich habe ehrlich gesagt vieles vor. Ja, ich möchte gerne etwas, nicht Neues machen, aber ich möchte gerne etwas mitgestalten. Und zwar mit euch, wenn ihr gute Ideen habt. Wie können wir die Vienna, wie können wir die Hohe Warte gestalten, besser gestalten, dann bitte schreibt mir. Schreibt mir unten in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Twitter, aber schreibt mir, Leute. Bringt euch ein, bringt eure Ideen zu mir und ich werde versuchen, das auch umzusetzen. Ein Projekt habe ich vor, nicht für nächstes Jahr, aber für die nächsten Jahre, sagen wir mal so. Wenn es dann wirklich aufwärts geht, vielleicht sogar bis in die Bundesliga und davon gehe ich ganz stark aus, dann sollten wir natürlich auch auf der Warte ein bisschen was gestalten. Und ich habe ein ganz großes Projekt vor mit dem Titel Licht.
Mehr verrate ich noch nicht, aber ihr werdet am Laufenden gehalten. Ja, und wenn wir schon von hoher Warte sprechen, die Gastro wird neu ausgeschrieben. Also Leute, wenn ihr gastroaffin seid, wenn ihr eine Ahnung habt, wie man das gut aufbaut und vor allem, wie man schnell und viel Bier zapft, wenn viele Leute kommen, Leute, dann meldet euch und zwar dringlichst. Bis Anfang nächsten Jahres ist die Ausschreibung noch offen. Also Gastro neu. Könnt ihr noch erinnern an die zwei Typen, die draußen gegrillt haben? Ach, die Würsteln. Ich habe Freunde, die sind nur wegen diesen Würsteln, ich meine nicht die zwei Typen, die gegrillt haben, sondern die Berger Würsteln, die sie auf dem Grill hatten, gekommen. Und es war einfach herrlich. Dieses Familiäre, das war super. Und ich fürchte, das leidet ein bisschen drunter. Und das würde ich gerne ein bisschen mehr wiederbeleben. Dass wir mehr zusammenkommen, dass wir mehr reden, dass wir mehr ein Family, ein blau-gelbes Family-Feeling haben im Fansektor und da auch ein bisschen mehr mitgestalten auf der Warte. Ich sage jetzt nicht mitreden in den Vereinsangelegenheiten. Das macht der Verein sehr, sehr gut. Das macht die Vereinsführung sehr, sehr gut. Geschäftlich, so was ich sehe, sind wir gut aufgestellt, aber die Fans untereinander. Das könnte ein bisschen besser gehen. Ein bisschen kollektiveres Plaudern, ein bisschen mehr gestalterisch zusammenarbeiten. Mit den Supporters auch mehr mit dem Fan-Dachverband zusammenarbeiten. Das wäre so super fein. Und das möchte ich gerne anregen. Da möchte ich gerne mit euch auch mehr tun, zusammentun. Das wäre die Aufgabe für die nächsten Jahre. Ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit dem Plauderstündchen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Supportet auch mich, supportet diesen Kanal, indem ihr die Videos liked, indem ihr die Videos teilt. Schaut noch auf den anderen Kanälen vorbei, bringt euch ein, erzählt mir eure Geschichten, beziehungsweise, ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann rein damit, rüber damit, her damit. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, nächstes Jahr bei den Testmatches und dann hoffentlich in der Meisterschaft. Leute, supporten wir unsere Lieblingsmannschaften lautstark mit Come on Vienna!